Gemeint ist Elvis Stoiko, der als Kunstlaufweltmeister des Jahres 1994. Er und seine Freunde, so nennt er seine Show, läuft für einen guten Zweck. Es geht um Hilfe für hilfsbedürftige Menschen. 18 Läufer und Läuferinnen aus 6 Ländern sind in Toronto dabei. Und das Ganze ist natürlich eine reine Unterhaltungsshow. Spektakulärer Auftakt. Mit dieser Show hat Elvis Stoiko eine Tournee gemacht, quer durch Kanada. Und das ist Stephen Cousins, der als erster Läufer vorgestellt wurde. Da ist er, der 10. der letzten Weltmeisterschaften. Und hier kommt unsere Tanja Sewtschenko, die deutsche Meisterin aus Düsseldorf, die 17-Jährige, die dritte der letzten Weltmeisterschaften. Und hier Surya Bonaly, die vierte der Olympischen Spiele, die zweite der letzten Weltmeisterschaften, 20 Jahre alt inzwischen. Carla Urbanski und Rocky Marwal, die Paarläufer aus Kanada. Karen Kedevi, die 26-Jährige, sie war einmal Dritte bei den Weltmeisterschaften 1987. Shailene Bourne und Viktor Kratz, das neue Tanzpaar Kanadas. Toller Rhythmus und da kommt natürlich gleich Stimmung auf, ich hoffe bei Ihnen auch. Es geht ja nicht um eine Meisterschaft, sondern es geht um Unterhaltung. Es geht um die Schönheit des als Kunstlaufens und deshalb sind auch keine Preisrichter dabei. Weiter dabei Maja Usowa und Alexander Schulin. Die zweiten der Olympischen Spiele 94 und das ist Elisabeth Manley. Die war zweite bei Olympia 88, die Kanadierin. Natalia Miskutjenok und Artur Dimitriev, die Olympiasieger von 92, die Zweiten, die Silbermedaillengewinner von 94 aus St. Petersburg. Und natürlich darf er nicht fehlen, der große Showman, Philippe Candeloro, der Franzose, der Zweite der letzten Weltmeisterschaften. Erkennen Sie noch einer von vorgestern, Robin Cousins, der Olympiasieger von 1980. Und hier Marina Klimova und Sergei Ponomarenko, die dreimal Weltmeister waren und Olympiasieger 1992.